Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Ratchet & Clank, Part 24 von mir auf 94. Im letzten Part sind wir hier dank der Magnetschuhe in diese ummauerte Stadt gekommen und müssen hier jetzt das Ding betätigen, wo ich noch nicht ganz weiß, was es macht. Okay, es macht die Tür auf. Rätsel gelöst. Hey, wir haben das Spiel durch. Nein, noch nicht ganz. Nur so halb. Nee, ich weiß es nicht mal. So, Prozentanzeige wäre schon ganz praktisch. Okay, ein Observatorium. Entweder das oder es ist eine riesige Kanone. Ah, der vom Anfang. Sehr witzig. Was machen Sie hier, Sir? Reparaturen, was sonst? Ich repariere die schlechte Luftabwehr dieses Planeten. Dann beeilen Sie sich besser. Das Geschütz ist in Ordnung, du kleiner Spinner. Die Leute sind das Problem. Es gibt einfach nicht genug Besatzungen. Ich kann ganz gut zielen. Du? Nein, das kostet mich den Job. Ach, kommen Sie. Was bringt es, ein Geschütz zu warten, wenn es niemand benutzt? Außerdem haben die Blag sie vom letzten Planeten vertrieben. Geben wir es ihnen. Na gut, dann probier es halt. Aber mach ja nichts kaputt. Och nee, ich kann nicht so gut mit dem Controller schießen. Ist doch blöd. Aber hey, wir haben wenigstens ordentlich Munition wieder bekommen. 4 haben wir jetzt wieder. Von 10. Ach, 10 ist so wenig. Finde ich. Ah, na komm, dann versuchen wir das halt mal. Was soll ich hier überhaupt abschießen? Ich denke einfach mal euch. Jo, das fällt schon auseinander. Glaube ich. So halb. Ja, hallo, was soll ich denn machen? Oh ja, was bist du denn für einer? Ist das denn richtig, was ich hier mache? Scheint so. Auf der Map steht nur gar nichts. Ah, endlich. So, mal sehen. Hat er noch irgendwas? Nö. Gut, dann machen wir halt erstmal so weiter. Hey, du bist ein Rettungsschiff, das wollen wir ja nicht. Irgendwie sowas oder so, weiß ich nicht. Kein Plan, scheint wohl noch irgendeine Rakete oder so zu sein, aber wir haben ja auch Zielsuchende. Na? Ey. Geht doch. Und der letzte. Endlich. Hat ja auch lang genug gedauert. Müssen wir ihm die Bomben darunter schießen, oder was? Oder sind das überhaupt Bomben? Ich denke mal, das sind Rettungskapseln. Ja, irgendwie so, sowas. So. Er scheint ja doch für irgendetwas gut zu sein. Hier, für dich. Ah, ein Hoverboard, oder? Es findet vergrabene Bowls. Mein Opa hat es entwickelt, um damit in der Galaxie nach Kleingeld zu suchen. Das war vielleicht ein geiziger alter Fuchs. Naja, wir sehen uns bestimmt. Okay. Da du nun einen Metalldetektor besitzt, erscheint ein Bolt-Symbol auf dem Bildschirm, sobald du dich in der Nähe von vergrabenen Bolts befindest. Ist der Metalldetektor aktiviert, zeigt er die Entfernung zu vergrabenen Bolts an. Die Detektorfläche zeigt die Richtung an, in der die vergrabenen Bolts liegen. Halte die Kreistaste gedrückt, um das Gerät zu aktivieren. Wenn du dich den Bolts näherst, werden die Ringe zunehmend rot und das Piepsen nimmt zu. Halte weiterhin die Kreistaste gedrückt. Befindest du dich direkt über den Bolts, saugt der Metalldetektor sie aus dem Boden. Okay. Warte, ja, mal gucken, wie viel wir haben. 15,658. Ja, okay, 150 gab mir das jetzt. Na okay, ich meine, besser als nichts, ne?
So, dann packen wir uns noch schnell den Rest. Huch. Ja. Das kriegt man, wenn man so geldgeil ist, sag ich mal. Ich nenne es jetzt einfach mal geldgeil. So, dann packen wir uns in die Schnellauswahl direkt mal den Geldscanner. Na, da. Und zwar statt des Sauge-Dingsies. Auch wenn wir das wohl nicht so oft benutzen werden. Mistding. So, was müssen wir denn jetzt machen? Wir können jetzt Geld sammeln, was uns wohl nichts bringt. Jedenfalls Neues müssen wir doch bekommen. Eine Maske haben wir auch nicht. Ich weiß ja nicht, was jetzt... Nein! Ich wollte das Waffenrad haben. Das ist doch blöd. Und nochmal zurück. So. Jetzt aber. Wohin? Hau rein. So. Ich suche jetzt einfach mal nochmal jeden Planeten ab. Hier haben wir alles. Ja, da können wir ja noch nicht eigentlich, oder? Warte. Was ich natürlich noch gucken könnte, ist, ob es jetzt bei diesem Gadgetron-Händler auch noch das gibt, wie es bei dem anderen gab. Es gibt was Neues. Hallo, Visi-Bombenwerfer. Den brauchen wir sogar. Und der ist scheißen teuer. Das sind nämlich Lenkraketen. Die, die wir selber lenken können. Hä, die guten. Aber nee, mal ehrlich, was soll ich denn jetzt machen? Hier haben wir fast alles erkundet. Da gehe ich doch nochmal hin. Ist das das da? Ja, ist halt nur dahinter. Warte, da waren wir doch auch schon. Das kannst du mir doch nicht sagen. Warte. Dann packen wir uns auch nochmal schnell auf die Schnellauswahl. Schnell in die Schnellauswahl. Und zwar anstelle des... Pyro-Dingsies. Hier waren wir doch auch schon, das kannst du mir noch nicht sagen. Kann ich mich da noch dran erinnern? Vielleicht hat er es nicht gespeichert oder sowas. So. Jetzt. Ja, nächste Karte. Ja, hier muss doch noch irgendwas sein, aber da kommen wir ja auch nicht wirklich lang. Ich meine, ich habe jetzt Magnetschuhe, aber die bringen mir doch nichts. Auch nicht bei dem Flugzeug, was hier war, denke ich mal. Hier komme ich nur mit Clank lang. Wobei ich da auch nicht wirklich lang komme. Ich versuche einfach nochmal. Ah. Wie ging das? Was soll ich hier drücken? Erstmal muss ich mir mein Gerät auf den Kopf setzen. Kopf, das da. Nee. Das da. Und er greift jetzt mit mir an. Bringt mir voll viel, ne? Vielleicht sollte ich mir mal auf dem anderen Planeten den Helm aufsetzen. Boah, da bringt ja wirklich eine Menge.
Hätte ich nicht gedacht. Na komm, wenn wir schon hier sind, können wir uns direkt nochmal ein paar Bowls mitnehmen. Hier. So langsam weiß ich ja, wie ich es anordnen muss. Wie passt es? Warte. Ah, ich bewege schon wieder das Falsche. So. Den. Okay, das sind nicht mal 1000 Bowls hier. Okay. Wir haben mit 200, glaube ich, angefangen. Schade, schade. Dann ist das wohl doch nicht so gut zum Farmen. Egal, weiter geht's. Ich weiß halt gerade mal überhaupt nicht, wohin. Aber so langsam möchte ich auch einen Cut machen. Also den, nicht den finalen Cut und dann ist tot oder so. Nee. Und ja, das war Absicht, dass ich jetzt nochmal dahin gegangen bin, denn ich möchte gerne wissen, wie das jetzt ist mit dem Helm und so. Keine Ahnung. Ist ein bisschen doof. Ansonsten bleibt ja nur noch der grüne Planet. Na, das finde ich schon noch raus. So. Da hinten ist Lava. Da kommen wohl auch nicht lange. Da wird ein Taxi stehen. Bald. Jetzt werde ich nochmal hier runter gehen. Oder fliegen, whatever. Ist ja fast das gleiche. Ich dachte, ich hätte gerade irgendwas für den Bombenwerfer gesehen. Sag mal. Warum bin ich denn so blind? Ich kann doch bestimmt das Ding da kaputt machen, oder? Ja. Jetzt verpisst sich das Teil. Und jetzt? Irgendwie bringt mir das nichts. Ich wette, das brachte mir was. Irgendwie so. Aha! Da oben für den Schwunghaken. Übrigens, falls mir das einer in die Kommentare geschrieben hat, ich bin immer noch nicht dazu gekommen, die zu lesen zu können. So, aber da hinten ist jetzt nichts, ne? Ne, da ist nichts hochgegangen. Gut. Dann haben wir ja schon mal ein bisschen weiter gefunden hier. So, schon mal nach dem Spawner Ausschau halten. Und ich weiß gar nicht, will ich dann jetzt echt noch einen Cut machen danach? Oder jetzt, was weiß ich? Hm. Keine Ahnung. Ich meine, jetzt weiß ich ja, wie ich weiterkomme. Auch wenn das gerade ein bisschen fail war. Dann könnte ich hier hoch oder hier runter. Unten bleiben halt. Ne, unten bleiben bringt mir nichts. Gut, dann nochmal einen jetzt getrunken Cut. Das will ich nicht. Also mit dem nochmal lebe wohl. Da finde ich bestimmt auch nochmal irgendwas. Dem auch noch. Hier brachte mir nichts. Der
brachte mir wieder so ein Schwungdings. Okay, ich nehme noch einen Part auf. Wir sehen uns im nächsten Part. Bis dann. Ciao.